Ist mein Geistführer mein bester Freund? Kann ein Geistführer ein bester Freund sein? Ja oder nein? Schauen wir uns heute an. Bleib dran, um alles zu erfassen, um für dich eine gute Idee zu bekommen, wie du deine Beziehung mit deinem Geistführer leben willst und um möglicherweise falsche Erwartungen zu verabschieden und neue Ideen willkommen zu heißen. Punkt Nummer 1, warum mein Geistführer sehr nahe dran ist an meinem besten Freund. Er ist immer da. Mein Geistführer ist immer da. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, rund um die Uhr. Immer, 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 immer. Mein Geistführer ist nie zu beschäftigt für mich. Mein Geistführer ist nie gelangweilt von mir. Mein Geistführer ist nie verärgert durch mich. Zwischen meinem Geistführer und mir kann es keine Missverständnisse geben. Das ist schon mal ein großer Pluspunkt, der viele Pluspunkte in Wirklichkeit in einem zusammenfasst. Das heißt, dieses immer da sein, immer verfügbar sein, immer für mich da sein, nicht nur präsent sein, sondern immer, wenn du so willst, ein offenes Ohr für mich, immer bereit zu kommunizieren. Punkt Nummer 2, mein Geistführer wird immer mir helfen. Ein Geistführer wird mir immer helfen. Mein Geistführer ist immer für mich da und immer bereit, mir zu helfen. Wie? Durch Rat oder durch Energien. Diese zwei Aspekte haben wir. Also durch Worte, Botschaften, Bilder oder durch Energien, die durch ihn zu mir fließen und in mir wirken können. In weiterer Folge dann auch durch mich hindurch zu Klienten oder anderen Wesenheiten, mit denen ich arbeiten möchte als Medium. Also, ich habe immer die Möglichkeit, Rat zu holen, Botschaften zu empfangen, Visionen zu bekommen und Energie zu bekommen. Sehr, sehr wichtig, oder? Als Aspekt für einen besten Freund, definitiv. Der dritte Punkt, mein Geistführer ist immer auf meiner Seite. Aber hier gibt es zwei Seiten der Medaille, wenn wir so wollen. Ja, wenn ich einen menschlichen besten Freund anschaue, dann unterstützt mich der, wenn ich wütend bin, ist er vielleicht mit mir wütend. Wenn ich traurig bin, ist er vielleicht mit mir traurig. Ja, dieses für mich Dasein, gemeinsam gehen, gemeinsam erleben, gemeinsam auch in Emotionen gehen. Mein Geistführer ist auch immer auf meiner Seite, aber er wird mich nicht immer trösten. Er wird nicht immer mit mir Emotionen durchleben, sondern er wird auch sehr klar sagen, hier oder hier oder hier, das ist jetzt die Konsequenz durch dieses Verhalten. Oder du bist in dieser Situation, hier ist der Lösungsweg raus. Wenn wir als Menschen manchmal traurig sind, wollen wir manchmal die Lösung nicht hören. Wenn wir wütend sind, wollen wir manchmal nicht die Lösung hören. Wollen wir die Hintergründe manchmal nicht sehen, in dem Moment nicht, sondern wollen einfach in dieser Emotion verweilen. Hier ein menschlicher bester Freund ist an meiner Seite und versteht das und befindet sich mit mir in diesen Emotionen möglicherweise. Mein Geistführer bester Freund schickt mir energetische Unterstützung, wenn ich das möchte, wenn ich drum frage, aber er zeigt mir auch auf, hier, das könntest du machen, das ist der nächste Schritt, das hast du übersehen, das wolltest du schon länger umsetzen und wie sieht es damit aus und damit und damit. Und so kannst du schnell bewirken, dass es dir wieder besser geht. Aber wir als Menschen wollen nicht immer, dass es uns ganz schnell besser geht. Das klingt jetzt widersprüchlich, ist es aber nicht so. Kennst du vielleicht, ich will jetzt aber mal wütend sein oder ich will jetzt mal weinen und traurig sein. Und das gehört zur menschlichen Erfahrung dazu. Für diesen Aspekt, für dieses Bedürfnis ist dein Geistführer nicht optimal als bester Freund. Ja. Sondern er sagt gleich, hier und hier und hier geht's weiter. Und du erlebst das wegen dem und dem und dem. Ja, also da geht's viel mehr um dein Vorankommen, um dein Weitergehen. Wir schauen jetzt auf unseren Seelenwachstum, auf die spirituelle Entwicklung, die du als Mensch machst.
Spirituelle Entwicklung ist einer der höchsten Werte für mich in meinem Leben und die Seele wachsen zu lassen, ist einer der Hauptgründe, warum ich glaube, dass ich hier bin auf dieser Erde. Das heißt, das ist für mich von großer Bedeutung. Ein menschlicher bester Freund kann mir da gut zu Rat stehen, zur Seite stehen, mich motivieren, große Dinge anzupacken, große Projekte umzusetzen, meine Träume zu verfolgen, meine Ziele zu erreichen. Mein bester Freund Geistführer, dem liegt noch mehr an meinem Seelenwachstum als mir selbst. Dem liegt noch mehr an der Entwicklung meiner selbst, an meiner spirituellen Entwicklung als mir selbst. Das heißt, mein Geistführer, bester Freund, wird mich immer dahin bringen, wo ich große Lernerfahrungen habe, wo meine Seele wachsen kann, wo ich Erkenntnisse sammeln kann. Ist das immer der Cookie-Weg, der Schokoladenweg, der Spaziergangweg? Nein, es ist nicht immer der einfachste Weg, den mein Geistführer wohin er mich führt. Aber es ist der Weg, der meine Seele wachsen lässt, der mich in der Entwicklung beschleunigt, der mich schneller in meinem neuen Bewusstsein ankommen lässt, der mein Bewusstsein wachsen lässt. Ja, er hilft mir, meine Seele wachsen zu lassen, auch wenn die einzelnen Schritte für mich nicht immer super angenehm sind. Auch wenn die einzelnen Schritte für mich manchmal mühsam sind, anstrengend sind, fordernd sind. Mein menschbester Freund würde viel mehr Augenmerk drauf legen, dass es mir gut geht, dass ich Freude habe, dass ich genieße, dass ich mich nicht überfordere, dass ich ein schönes Leben habe. Meinem Geistführer besten Freund ist das weniger wichtig und wichtiger ist ihm meine Entwicklung und auch meine Heilung, meine Heilwerdung. Und wir wissen, wenn wir uns schon mit Heilung beschäftigt haben, dass der Weg der Heilung nicht immer ein sanfter, leichter, wunderschöner ist, sondern der Weg der Heilung beinhaltet auch oft, dass verdrängte Schatten an die Oberfläche kommen, beinhaltet auch oft, dass wir uns mit Dingen nochmal beschäftigen müssen, die wir auf gar keinen Fall nochmal an der Oberfläche haben wollten, die wir nicht nochmal fühlen wollten, die wir nicht nochmal sehen wollten, an die wir uns nicht nochmal erinnern wollten. Das ist auch Teil der Heilung oft, dass es unangenehm wird, dass Symptome sich verstärken als Heilreaktion. Ich nenne das meistens Heilreaktion. Ein häufigeres Wort, das verwendet wird, ist Erstverschlimmerung. Das verwende ich deswegen nicht gerne, weil Erstverschlimmerung impliziert, dass es nur am Anfang des Heilprozesses ist, was nicht stimmt. Bei jedem Schritt können Heilreaktionen wieder da sein. Meinem Geistführer geht es viel mehr um meine Heilung. Meinem menschlichen besten Freund geht es viel mehr darum, dass es mir in dem Moment, da wo ich jetzt bin, wie ich jetzt bin, gut geht. Mein Geistführer, ich habe schon erwähnt, den kann ich nie beleidigen, verärgern, zurückweisen. Der fühlt sich nie gekränkt. Mein Geistführer, bester Freund, ist immer für mich da. Das ist der nächste Punkt. Und wird mir alles verzeihen, alles vergeben, egal was es ist. Auch wenn ich mich Monate, Jahre nicht in Verbindung setze. Mein Mensch, bester Freund, hat seine eigenen Emotionen, seine eigenen Bedürfnisse zu Recht und folgt denen und kann dementsprechend auch mal sagen, das wird mir jetzt zu viel, was du hier machst oder das ist mir zu wenig, was ich von dir bekomme oder ich wünsche mir es mehr so oder weniger so. Das heißt, da muss ich selbst viel mehr in die Beziehung mit einbringen, als in die Beziehung mit meinem Geistführer. Vor- und Nachteile. Ja, mein Geistführer ist immer für mich da. Ich wiederhole das deswegen so oft, weil das der wichtigste Aspekt ist. Und er wird sich nie von mir abwenden, abgesehen von einem möglichen Geistführerwechsel in der Zukunft. Aber dann ist der neue wieder für mich da. Das heißt, Resümee, wichtig ist, dass wir beides haben, dass wir in beiden Ebenen, in beiden Dimensionen, in der geistigen Welt und in zwischenmenschlichen Beziehungen führen, respektvoll, achtsam, liebevoll, wertschätzend miteinander umgehen, um so in unserem Menschsein
uns in der Einheit fühlen zu können, in unserem Wachstum sein zu können und in Verbindung sein zu können. Denn Verbundenheit für uns Menschen ist sehr, sehr wichtig. Lass mich wissen, wie du das siehst. Bezeichnest du deinen Geistführer als besten Freund? Ja oder nein? Schreib's mir in die Kommentare. Ich freue mich auf unsere nächste Begegnung. Alles Liebe!